Ich war aber auch sehr, sehr unbekümmert und ich muss sagen, wo ich ein bisschen geläutert bin oder auch meine Grenzen abgesteckt habe, war der dreifache Überschlag oben auf der hohen 8. Da muss ich sagen, vorher gab es für mich Grenzen. Ich habe mich alles ignoriert, ob im Regen, im Trocknen. Ich war brutal erfolgreich, aber wenn ich mein Auto verloren habe, dann aber auch richtig heftig. Normalerweise sind in 2 bis 3 Jahren Lehrzeit die Leute auf dem Niveau, dass sie konstant in der Langstrecke wie im Sprint ein Rennen vorausschauen, nicht in jede Lücke reinfahren. Aber ich habe bestimmt 5 Jahre gebraucht.